Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Musikalische Klänge im Ratssaal der Stadt Salzkotten. Unter der Leitung Jürgen Kirchhoffs eröffnete das Jugendorchester des Musikvereins Obsprunge ein Konzert der jungen Talente. Die Kreismusikschule, die ist heute Gastgeber eines Benefizkonzertes. Der Eintritt war frei. Spenden sind für das UNICEF-Projekt Kindheit braucht Frieden vorgesehen. Sigrid Hildebrand, Vorsitzende von UNICEF Paderborn, vermittelte den zahlreichen Zuhörern die Dringlichkeit dieses Projektes. UNICEF und alle Unterstützer wollen die große Not dieser Kinder sichtbar machen und Schutz und Hilfe mobilisieren. Dazu dient auch die seit Juni 2016 gestartete UNICEF-Kampagne Kindheit braucht Frieden. Denn jedes Kind ist nur einmal Kind. Nächster Programmpunkt auf dem Klavier: die Geschwister Dorothea und Maria Wall mit Werken von Bach und Mussorgsky. Mit Unterstützung der Kreismusikschule hatte sich kürzlich an der Grundschule Scharmede ein Chor gegründet, der heute unter Leitung von Musikpädagogin Regine Neumüller erstmals auftritt. Eddie Klein, Schnittke, pädagogischer Leiter der Kreismusikschule, mit einem Drums zu zweit. Klein, Schnittke hatte in der Vergangenheit schon einige UNICEF-Projekte vorangetrieben. Ja, wir machen mit UNICEF alle paar Jahre mal so eine kleine Aktion für die gute Sache, sodass wir Kindern in Krisengebieten auch ermöglichen, an Bildung teilzuhaben. Bildung vielleicht auch in der Form, dass auch musikalische Bildung stattfinden kann. Und das ist sicherlich auch eine Gelingensbedingung dazu, dass es den Kindern auch in den Krisengebieten immer ganz gut geht. Ein weiterer Konzertteil: afrikanische Rhythmen. Die Schüler von Eddie Kleinschnittke zeigen schon Fortschritte.
Den Abschluss eines kurzweiligen Konzertes, dessen Erlöse für einen guten Zweck verwendet werden, bildete das Violinensemble unter Leitung von Anna Martin mit der Pippi Langstrumpf-Titelmelodie. Der heutige Tag, auch ein Tag der Musikschule, hier einmal von Eddie Kleinschnittger vorgestellt. Ja, die Musikschule ist eine Institution, die im ganzen Kreis Paderborn unterwegs ist. Circa 40 Lehrkräfte sind nachmittags und auch vormittags unterwegs, um Kindern ab dem zweiten Lebensjahr schon Instrumental- und Vokalunterricht zu ermöglichen. Das machen wir auch teilweise in Kooperation mit Kindertagesstätten und Schulen und Musikvereinen und Chören. Und somit haben wir dann also ein ganz breit aufgestelltes Unterrichtsangebot, was den Kindern auch gerade in der Kooperation mit diesen Institutionen, Schulen und so weiter den Zugang zur Musik ermöglicht. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy.